Ja, herzlich willkommen zum Teil 3 der Lesung aus meinem Buch. Danke. Ja, weiter geht es. Gelegenheiten, Danke zu sagen. Wenn wir bewusst im Dankbarkeitsmodus sind, finden wir ganz viele Situationen, für die wir dankbar sein können. Hier meine Beispiele. Ich bezahle an der Kasse und habe mich vergriffen und der Kassiererin zu viel Geld gegeben, welches sie mir zurückgibt. Danke. Ich will nur zwei Teile kaufen und an der Kasse steht jemand mit einem vollen Einkaufswagen, der sieht, dass ich nur zwei Teile habe und lässt mich vor. Danke. Ich bin im Restaurant gut bedient worden. Danke. Meine Freundin kommt zu mir gefahren, weil sie weiß, wie viel ich letzte Woche gefahren bin. Danke. Ich kann meinen Freund zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Danke. Welche Gelegenheiten fallen dir ein? Dankbarkeit in den Tagesablauf einbauen. Damit du wirklich von der Dankbarkeit profitieren kannst, wäre es gut, neben den in der letzten Übung aufgeführten Gelegenheiten feste Zeiten einzuplanen, in denen du dich der Dankbarkeit widmest. Hier meine Beispiele. Ich wache morgens auf und mir wird bewusst, dass ich noch lebe. Danke. Beim Aufstehen merke ich, dass dies ohne Schmerzen abläuft. Danke. Ich kann ohne Schmerzen Wasser lassen. Danke. Ich habe genügend Sachen zum Anziehen. Danke. Ich habe noch Brot und Aufstrich im Haus, sodass ich mir ein wunderbares Frühstück machen kann. Danke. Der Wagen springt an und ich kann zur Arbeit fahren. Danke. Welche Gelegenheiten gibt es für dich? Nächstes Kapitel, ganz kleines Kapitel heißt, was, wenn ich kaum etwas habe, wofür ich dankbar sein kann? Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Sei für das Wenige, was du hast und kannst, dankbar. In Teil 2, die hohe Schule der Dankbarkeit, erfährst du, wie du für Dinge, Menschen und Ereignisse dankbar sein kannst, die für dich alles andere als dankenswert sind. Ich bitte dich jedoch, vorher jede der vorangegangenen Übungen 3 bis 7 Mal gemacht zu haben und wirklich ein starkes Gefühl der Dankbarkeit empfunden zu haben. Ja, ich sage einfach mal, du könntest jetzt das Video stoppen und halt eben diese Übung noch einmal für dich nachvollziehen, damit du ja dann mit mir wieder weitergehen kannst zum Kapitel 2, die hohe Schule der Dankbarkeit. Und die nächste Überschrift lautet das wirkliche Leben. Herzlichen Glückwunsch, dass du es bis hierhin geschafft hast. Oder hast du doch sofort hier aufgeschlagen? Wenn du die Übung gemacht hast, wirst du vielleicht auch mal den Gedanken gehabt haben, na, ob das hilft und wie soll ich das denn in mein Leben integrieren? Damit du nicht denkst, ich hätte schon immer so einfach mit Dankbarkeit umgehen können, schildere ich dir nachfolgend beispielhaft einen ganz normalen Tagesanfang von mir, wie er früher typischerweise verlaufen ist. Überschrift: Der ganz normale Wahnsinn. Ich vernehme undeutlich ein Geräusch. Dieses Geräusch wiederholt sich permanent. Ist das der Wecker? Oh nein, es ist der Wecker. Hektischer Griff zur Schlummertaste und rumgedreht.
Dies je nach Tagesform 3 bis 5 Mal immer wieder. Ich muss jetzt, glaube ich, aufstehen. Es ist nicht Wochenende. Ich habe keinen Bock. Ach Mist, raus jetzt. Oh, so spät schon, verdammt. Also schnell zur Toilette, dann ins Bad. Nur noch Zeit für eine Katzenwäsche. Muss ich mich rasieren? Nein, mir doch egal. Weiter geht's mit dem Ankleiden. Das Hemd ist doch noch gut. Oh nein, die Schuhe sind nicht geputzt. Egal jetzt. Ich gucke in der Küche, ob es etwas Essbares gibt, was ich mitnehmen kann. Nichts Vernünftiges. Dann muss ich gleich noch beim Bäcker reinspringen und mir 2 belegte Brötchen kaufen. Jetzt aber raus. Im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Blöd, Mann. Kannst du nicht Auto fahren? Oh nee, schon wieder im Stau. Die kriegen das einfach nicht hin. Keine Baugenehmigung, weil irgendeine Kröte brütet und ich muss hier im Stau stehen. Aber das interessiert ja keine Sau. Beim Bäcker, was ist das denn für eine Schlange? Wie nur eine Bedienung. Wo ist denn die Kollegin? Hey, war ich jetzt nicht dran? Naja, die kann nur froh sein, dass ich so eine gute Kinderstube genossen habe. Auf der Arbeit, oh nee. Warum gibt der Chef immer mehr diese blöden Aufgaben? Die anderen können doch auch mal was tun. Aber nee, die sind ja damit beschäftigt, ihm in den A zu kriechen. Wenn ich das Geld nicht so dringend bräuchte, würde ich sofort kündigen. Ach, so ein Lottogewinn, der käme mir jetzt gerade recht. Ich wüsste schon, was ich damit alles machen würde. Und so weiter und so weiter. Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich mir obiges ausgedacht habe, aber leider war so der tägliche Wahnsinn in meinem Leben. Nachfolgend erhältst du von mir Aufgaben zum Thema Dankbarkeit, die keinesfalls einfach sind. Sie haben mir jedoch geholfen, heute ein glücklicheres Leben zu führen. Falls du schon bei einer der Überschriften einen Widerstand in dir fühlst, könnte gerade diese Aufgabe der Schlüssel zum Erfolg sein. Ja, dann machen wir direkt mal das erste Kapitel noch dazu. Ich bin dankbar für meinen Wecker. Na, das fängt ja gut an, höre ich dich jetzt denken. Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Ganz einfach, überleg dir mal, wann es wichtig war, dass dein Wecker funktioniert hat. Vielleicht, weil du früher aufstehen musstest, um deinen Flieger in den Urlaub zu bekommen. Vielleicht, weil du dadurch die Sportübertragung nicht verpasst hast. Wenn dir gar nichts einfällt, dann nimm doch die alltägliche Routine, denn die meisten von uns wachen ohne Wecker meist nicht pünktlich auf. Danach nimmst du den Satz, ich bin dankbar, dass der Wecker funktioniert. Danke, danke, danke. Und schreibst ihn einfach 3-mal auf und sagst ihn auch nochmals 3-mal laut. Falls du es bisher noch nicht gemacht hast, tu es bitte jetzt, denn nur dann haben diese Sätze auch eine Wirkung. Ich bin dankbar, dass der Wecker funktioniert. Danke, danke, danke. Ich bin dankbar, dass der Wecker funktioniert. Danke, danke, danke. Ich bin dankbar, dass der Wecker funktioniert. Danke, danke, danke. Das ist ja schon nicht ganz so einfach, oder? Wie hältst du es mit dem Wecker? Ja, ich möchte dich auffordern, ja, das wirklich für dich auszuprobieren, denn im nächsten Teil geht es ein wenig an etwas härteren Stoff heran. Von daher wäre es gut, wenn du schon ein wenig Übung hättest, dass du zumindest erst einmal neutral bist, dass du sagst, okay, ja, der Wecker, es ist ja gut, er macht ja seine Arbeit und manchmal ist er ja auch hilfreich. Wenn das so
schon der Übergang wäre, das würde schon im Moment jetzt sehr hilfreich sein. Und damit beschließe ich jetzt auch die Vorlesung erst einmal. Und du kannst einfach in dich gehen und für dich vielleicht nochmal was identifizieren, was du vielleicht auch davor setzt, bevor du mit dem Wecker anfängst, dass du sagst, okay, ich bin dankbar für mein warmes Bett. Ich bin dankbar, dass ich gut schlafen kann. Vielleicht diese Dinge da vorne wegsetzen und dann nochmal den Wecker hinten dran machen. Okay, ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Danke, danke, danke.